Tschüss, meine Freunde, willkommen zurück bei Folge der Blutspur. Ja, letzte Folge haben wir einen getöteten Kunari gefunden im Winterpalast, was eigentlich gar nicht hier zu tun hat. Und jetzt wollen wir der Blutspur folgen. So. Kommen wir da hinten rein? Nö. Es sieht aus, als sei er über die Brüstung nach unten gekommen. Ach, und wir können klettern. Ah. Stimmt, da sind die ganzen Blutspuren. Zack, 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 zack. Jo, und hier ist durchgebrochen. Ein Illuvien. Ein aktiver Illuvien? Wenn ich hindurchgehe, dann ganz bestimmt nicht allein. So, jetzt können wir mit unseren Freunden reden. Wollte sagen, hier sind wir ja wieder geschützt, ne? Gut, dann reden wir mit unseren Freunden und versuchen die mitzunehmen. Das Wetter ist. Problem ist, dass wir Cassandra natürlich nicht mitnehmen können, ne? Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ich brauche dich. Ah, Cassandra ist hier hinten. Ausgerechnet Varric wie kommt von Kirkwall werden. Das wird mir für alle Zeiten ein Rätsel bleiben. Ach komm. Huch. Aber hier war ja gerade so ein Dings, ne? Ah. Wieder mal in den teuren Hundekuchen. Liliana, ich kann nicht mit dir reden, gut. Was sind über die letzten Jahre? Da liegt Geld. Da lag Geld. Achso, nee. Das ist die Blutspur. Dann geh ich halt da hoch. Aber Überraschung, Überraschung. Ein Illuvien. Was macht der hier im Winterpalast? Und warum ist der aktiv? Mich irgendwie veralbern oder was? Yay! Ja, Solus. Was? Tom. Was? Tom Rainier? Wer ist Tom Rainier? Wir. Ja, Solus weg ist, das ist mir klar. Aber wer ist Tom Rainier? Ist das Blackwall? Warum heißt er Tom Rainier? Habe ich irgendwas verpasst? Na, egal. Das hier ist der Kreuzweg. Morrigan hat mich hierher geführt, als sie mir die Illuvien ge... So, wir können den anderen aber noch ein Level abgeben hier. So. So. Dann noch Dorian.
Und so. Wunderbar. Ich hatte ganz vergessen, wie viele Farben es hier gibt. Wovon redet ihr überhaupt? Alles hier ist grau. Ich frage mich, ob Elfen diesen Ort vielleicht anders sehen. Möglich. Den Blutflecken nach zu urteilen, hat er versucht, hier durchzukommen. Stimmt etwas nicht? Es sieht nicht so aus, als wäre dieser Spiegel beschädigt. Er reagiert nur einfach nicht. Vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, ihn zu aktivieren. Hm. Dann schauen wir uns doch mal um. Kommen wir denn hier irgendwo weiter? Da. Ach, neben der Statue ist ein Schatz. Gut. Ach, da hinten ist noch ein Helluvir, ne? Gar nicht gesehen. Führt zu diesem Spiegel. Dann wollen wir doch mal sehen, wo dieser Kunari herkam. So, wir sind ja gespannt. Das ist ja eine große Tradition. Dorian Powers. Mir war gespannt, wo uns das hinbringt und was da überhaupt los war. Aber wieso schon wieder die Luvien? Hieß es nicht irgendwie, wir haben sie deaktiviert und jetzt scheint es die wie Sand am Meer zu geben, ey. Erst jetzt einer im Winterpalast, dann da gerade im Kreuzweg. Wo kam der Kunari her? Das ist wirklich eine Preisfrage gerade. Ach, elfische Bergruinen. Elfische Ruinen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt noch in Orlais sind. Ein weiterer Kunari. Und er ist genauso gekleidet wie derjenige im Winterpalast. Er gehört ihrem Militär an. Und er ist für den Krieg gerüstet. Wow. Wo sind wir? Hier sind überall Brandspuren. Das war das Werk eines Magiers. Eines mächtigen Magiers. Ich kann noch das Knistern. Wir müssen herausfinden, warum diese Kunari hier waren und wer ihnen das angetan hat. Ja, da hinten wird anscheinend gekämpft, ne? Dort drüben, Kunari. Wenn wir herausfinden wollen, warum sie hier sind, müssen wir auf diese Insel. Oh. Cassandra war vollkommen in Gold gekleidet. Dann nutzen wir mal die Illuvi, um einen Weg da zur Insel zu finden. Geister-Champion. Die Elfen haben hier einen Geist gebunden. Er fühlt sich alt an. Unendlich alt. Was will er von uns? Nur wenn er es Mana hält. Hilf mir das einmal. Ich denke, ich weiß, was ich sagen muss. Armelana Dirpavaren, Rebas Veranaris. Armelana. Es hat offenbar funktioniert. Was habt ihr gesagt? Die Worte waren Teil eines Rituals. Ein geheimer Gruß derjenigen, denen Fenharrel vertraute. Wenn Mythals Quelle der Trauer sie kannte, heißt das dann, sie standen sich nahe? Waren sie Freunde oder vielleicht etwas anderes? Hm.
Also haben wir uns so gesehen jetzt mit denen angefreundet? Okay, der scheint geschlossen zu sein, ne? Ist ja ziemlich dunkel hier. Weil der scheint ein zu eingeschlagen zu sein. Der wird also nicht wirklich funktionieren eher. Okay. Soll ich da mal durchgehen? Dann sind nämlich Sachen zum Plündern. Der Herold, schnell! Okay, ich nehme das mal als Grenze an. Zufluchtsort für Elfensklaven. Ihr meint, die Altelfen hatten Sklaven? Beim Atem des Erbauers. Wieder etwas, das ich Gänseblümchen niemals erzählen darf. Dieses ganze Tal war ein Zufluchtsort. Geschaffen von Fen Harrell, dem Schreckenswolf. Das ergibt keinen Sinn. Den Legenden der Dalish zufolge ist Fen Harrell unser Gott des Unglücks. Also hatten die Altelfen auch Sklaven gehabt und Fen Harrell hat ihnen geholfen, beziehungsweise sie befreit. Ist das möglich? Also ist das vielleicht die Sache? Hep, 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 hep. Hi. Grüße. Wusch. Das hier ist Fen Harrell, der einstigen Sklaven hilft. Und zwar als Sterblicher, nicht als Gott. Er hat sich ziemlich viel Mühe gegeben, seine angebliche Göttlichkeit zu widerlegen. Ein ganz gewöhnlicher Kerl rettet die Leute und gründet dabei versehentlich eine Religion. Das klingt verdächtig nach dem Gesang. Klingt, als wäre Fen Harrell ein echter Rebell gewesen. Die alten Elfengötter waren bestimmt begeistert. Wumm. Hier steht, die elfischen Götter seien einfach nur Evanuris gewesen. Ankeiner, der Anker baut jetzt kontinuierlich Fokus auf. Entlade die gespeicherte Energie, indem du die neue Fähigkeit im Kampfmenü auswählst. Du findest sie dort, wo bislang das Reittier war. Oder sie ihr zugewählte Taste drückst. Die Entladung des Ankers macht eine Gruppe unverzeihlich unverwundbar. Der Anker leuchtet außerdem für kurze Zeit auf, wodurch dunkle Gebiete erhellt und dort verborgene Gegenstände enthüllt werden. Habt ihr euch verletzt? Ich hatte das Gefühl, der Anker würde mich verbrennen. Das sieht aus, als würde es in diesen Sockel bei der zerstörten Brücke passen. Habe ich ja gerade, ne? Dorian zuhören. Da wären wir wieder. Was für ein Unterschied zum Winterpalast. Ein klarer Himmel, ein wundervoller... Wieso? Ich sehe das gerade erst. Warum hat Dorian... Ach, das ist ja die normale Rüstung. Stimmt ja. Blick und... Ja, Felder voller Streifkraut, soweit das Auge reicht. Streif, was? Ein schreckliches Zeug. Es sieht aus wie Gras, ist messerscharf und verursacht Ausschlag, sobald man es nur berührt. Weshalb natürlich jeder in Minrathus der Meinung ist, es ergebe einen ausgezeichneten Tee. Varric zuhören? Wir bringen also die ganze Truppe wieder zusammen? Das ist so aufregend. Wir sind keine Truppe. Nur weil ihr euch für etwas Besonderes haltet, Sucherin, heißt das nicht, dass ihr nicht der Kopf und das Herz unserer wilden Truppe seid. Okay. Cassandra kann ja noch nicht, anscheinend nicht zuhören. Er
Er hat Verletzungen am Rücken und an seinem Schwert ist kein Blut. Irgendjemand hat ihn überrascht. Hm. Das hier muss erst vor kurzem geschehen sein. Das Blut ist noch nicht mal trocken. Cassandra konnten wir gerade nicht zuhören. Ah, jetzt weiß ich, wie ich durch dieses komische Feuer da komme. Ah. Moment. Naja, hätten einen kürzeren Weg wählen sollen. Wuhu! Ich habe heute 10 weitere hineingebracht. Niemand hat mich gesehen, aber auf dem Gelände werden bald mehr Leute sein. Nutzt deshalb für weitere Anweisungen bitte den zweiten Übergangsboden. Er ist einfach unauffälliger. Aha. Der Kunari hatte einen Brief bei sich. Ich frage mich, warum sie sich die Mühe gemacht haben, ihn in unsere Sprache zu übersetzen. Mist! Lauf! Oh. So, dann wollen wir mal wieder zum Oblivion. Das ist der falsche Oblivion. Da hinten. Hi Leute. So, durch da. Brücke. So. Sesam, öffne dich. Oder nicht? Doch, da. Patsch, 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 patsch. Nimm Kontakt zu den Kunari auf. Kunari. Die uns angreifen. Die Inquisition darf diesen Ort nicht leben verlassen. Ah. Wenn ihr mit mir sterben wollt. So, komm her. Alter, hier explodiert nur alles, ich sehe kaum noch was. Alles gut. Dann gehen wir weiter voran. Na, was los?
Wir sind Level 24, wie ich das sehe. Haben sich also noch ein Level angepasst. Sei ruhig und sterb. Helft mir! Was? Ja, komm her! Ach, es ist eine Elite! Und weg war. Na, komm mal runter hier. So, nächster Tod. Warum haben diese Kunari die Inquisition sofort angegriffen? Kunari handeln niemals ohne Befehle. Ein Kommandant aus dem Kun muss sie ihnen erteilt haben. Mhm. Wollt ihr damit sagen, das gesamte Volk der Kunari will unseren Tod? Das ist doch großartig. Endlich haben die Inquisition und Tevinter mal etwas gemeinsam. Ob es so großartig ist? Ach, Hallas. Was sind das für drei Tiere denn da? Vielleicht so? Klack, klack. Ach, da oben ist wieder so eine komische, magische Flamme. Die den sofort tot deutet. Ach, mein Bein juckt gerade so ein bisschen. Hier gibt's nicht viel, ne? Da vorne gibt's noch eine Truhe, aber da kommen wir nicht durch, ohne wieder von den Flammen geröstet zu werden hier. Also. Durch, durch, durch! Phalandares Siegel. Oder sagen, hier liegen noch Überreste. Haben die irgendwas zu bedeuten? Und irgendwofür müssen ja auch die Fackel muss auch für irgendwas auch noch gut sein. Dieses Schleierfeuer. Ah, hier. Bam. 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 Das ist Fen Harrel. Und er entfernt das Phalaslin eines Dalish-Elfen? Ist dieser Ort nicht älter als die Dalish? Vielleicht hatten die Zeichen ja früher eine andere Bedeutung. Und jetzt das Knöpfchen drücken? Sind wir alle ausgegangen? Habe ich das falsch rum gemacht? Kann ich noch irgendwas untersuchen hier? Warte mal. Ah, der Schreckenwolf verhält auf das Licht gerichtet. Hier ist der Schreckenwolf, der guckt also hier hin. Auf das Licht hier. Also den hier anzünden. Und da drüben guckt er auf den hier. So. Strange. Vielleicht nur eins, weil der Wolf dahin guckt. Der Schenkel wieder dicht dahinter. Mach ich doch. Der Schreckenswolf hält seinen Blick auf das eine Licht gerichtet, das den weiten Weg. Das eine, ja. Da
Da ich denke, dass das der Schreckenwurf sein soll, dann ist das vielleicht doch das hier. Ach, du kannst mich doch mal. Ich versuche jetzt einfach mal eins von den Feuern mal anzuzünden. Nö. Dann probiere ich das Feuer hier. Nö. Hier gibt es nur zwei Feuer drücken. Nee, hier gibt es drei. So. Da steht Wuffy. Wuffy guckt. Auf das da. Pfeilholz. Was ist das hier? Aha. Verborgene Waffen. Diese befreiten Sklaven haben sich tatsächlich gegen die Evanuris zur Wehr gesetzt, die sich als Götter ausgaben. Ein interessantes Wort, Evanuris. Wenn es nichts anderes bedeutet als Magieranführer, dann waren sie im Grunde genommen Magister. So, Leute, aber was es mit diesem ganzen auf sich hat und was das mit den Rebellen und dem Schreckenwolf zu tun hat, vielleicht erfahren wir es beim nächsten Mal. Ciao.